my mind just to give up. Ich habe echt darüber nachgedacht, ob ich aufgeben soll. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach irgendwie die falsche Wahl getroffen. Irgendwie aufs falsche Boot gesetzt. Ich weiß es echt nicht. Es ist Vollmond heute Abend und es ist noch nicht mal wirklich dunkel und der Mond scheint aber schon, ist rund und total schön und ich will einfach echt nicht aufgeben. Ich will einfach nicht, dass der Traum jetzt zu Ende ist, hier in Shelter Bay, bevor es irgendwie überhaupt losgegangen ist. Ich will einfach nicht, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber ich weiß auch echt nicht, ob ich das durchziehen kann. Es hat alles angefangen mit einem kleinen Loch im Rumpf und es war auf jeden Fall ein bisschen beunruhigend, aber ich habe irgendwie gedacht, das ist irgendwie machbar. Und jetzt habe ich irgendwie 10 Löcher im Rumpf und ja, ich weiß irgendwie auch nicht, ob das alles ist. Und der Schweißer aus Panama City hat mir ein Angebot gegeben von $3,200, um das irgendwie zu schweißen. Aber ich habe irgendwie auch total Sorge, dass da noch mehr Korrosion ist unter der Farbe. Und dann habe ich noch ein Angebot bekommen für Sandstrahlen für $4,000. Ich habe jetzt einfach irgendwie tagelang mit Leuten gesprochen und Angebote eingeholt und irgendwie verschiedene Lösungen durchgegangen. Das liebe alte Geld, das ist schon echt total verrückt. Wenn man es mal überlegt, das Schweißen kostet irgendwie die Hälfte des Kaufpreises vom Boot, mehr oder weniger. Es ist ein Loch irgendwie im Rumpf zwischen den Kielen und ich habe das irgendwie aufgemacht, weil der Schweißer gesagt hat, ich soll irgendwie eine Bohrmaschine nehmen und ich soll alles Aluminium entfernen, was irgendwie porös ist. Und dann muss ich es irgendwie schleifen, dass das irgendwie blankes Alu ist. Und dann habe ich das Loch irgendwie da zwischen den Kielen aufgemacht und da sind 3 Liter Salzwasser irgendwie rausgekommen. Und das musste ja irgendwo sein in der Bilge. Also von innen ist es irgendwie nicht zugänglich, deswegen konnte ich das auch nicht sehen. Und nachdem dann die 3 Liter irgendwie rausgekommen sind, hat es aufgehört und es kam irgendwie nichts mehr. Und ich dachte erst irgendwie, das ist so die Gegend, wo mein Dieseltank eigentlich ist. Und dann habe ich einen kleinen Draht genommen und habe den da so durchgesteckt, um zu gucken, wie viel Raum da irgendwie ist zwischen dem Loch und dem Dieseltank. Und als ich den Draht dann irgendwie rausgezogen habe, kam da irgendwie auf einmal Diesel raus. Nicht unbedingt viel, aber naja, ein bisschen was. Also, noch ein kleines Problem, was irgendwie gelöst werden muss. Naja, oder zumindest irgendwie geprüft werden. Warum kommt da Diesel raus? Ich meine, es ist in meiner Bilge und wie ist es da überhaupt reingekommen, wenn es da ist? Oh Mann, ey. Ich weiß echt nicht. Es ist. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß einfach überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie repariert werden kann. Und ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie noch sicher fühlen kann. Und ich weiß nicht, ob das Schweißen irgendwie gut sein wird. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles irgendwie so mir entgleitet. Und es gibt irgendwie nicht viel, was ich machen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht selber reparieren. Und selbst wenn ich das Geld irgendwie ausgebe, keine Ahnung, ist das dann irgendwie alles, was gemacht werden muss?